Die Europäische Dönerkammer schockt uns mit ihrer Schreckensnachricht. Der Döner wird 30% teurer. Nix mehr Fladenbrot mit Fleisch und Tomate, 3,50 Euro. Im Frankfurter Bahnhofsviertel treffen wir die Hoffnung aller Fladenbrot-Fans. Kadim Sanli. Seit Jahren macht sich der türkische Politiker, mehr oder weniger erfolgreich, stark für billige Dönerpreise. Das ist natürlich in Deutschland nicht gut, weil viel Arbeit los gewesen und die Leute hat kein Geld für die Essen bezahlen. Ich habe in meinem Programm geschrieben, in Deutschland, wenn ich gewählt, ich mache Döner 2 Euro. Und ich möchte A bis Z alle die Lebensmittelpreis bis halbe Preisangebot machen, weil viel Arbeit los gewesen in Deutschland. Nur zur Info, Sanli möchte Bundeskanzler werden. Übrigens, der Grund für die saftige Erhöhung in den hessischen Imbissbuden sind die gestiegenen Preise für Importrindfleisch aus Argentinien und Brasilien.